Tom, Gernot oder Nadine? Das ist die Frage heute Abend. Aber Tom, Gernot und Nadine haben sich jetzt erstmal in den Backstage-Raum zurückgezogen. Und wenn ich an sie denke, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, schafft Tirol zum dritten Mal bei Starmania den Sieg mit Nadine? Oder haben diesmal die Steirer die Nase vorn mit Tom und Gernot? Die Fans, also hier im Studio merke ich schon, sind ungefähr gleichermaßen verteilt, aber die Fans in den Heimatorten unserer drei Finalisten hoffentlich doch auch. Das werden wir gleich überprüfen, denn wir schalten mal nach Bad Mitterndorf zu Marvin. Hallo Arabella, jawohl. Wir melden uns hier aus der Heimat von Tom. Und wenn es nach den Fans hier geht, dann kann der heutige Sieger nur einen Namen haben, und zwar Tom. Unglaublich viele Fans sind hergekommen. Die Stimmung kocht hier in Bad Mitterndorf. Ich habe eine ganz besondere Dame gefunden, und zwar die Steffi. Steffi war sogar im Kindergarten mit Tom. Steffi, wer gewinnt deiner Meinung nach? Ich weiß, es ist schwer, objektiv zu sein. Es ist schwer, es ist dann alle drei voll gut, aber der Tom ist einfach total super und er schafft's. Er schafft's, das ist die Meinung hier. Ein Riesenfeuerwerk geht jetzt schon ab. Es kann nur Tom sein, der gewinnt. Trotzdem, wir schauen natürlich weiter. Der zweite Kandidat, Gernot, auch aus der Steiermark. Kathi, wie schaut's auf der Lasnitzhöhe aus? Natürlich an alle Fans und an die totale Begeisterung, die wir da zu spüren bekommen. Das ist ganz wichtig für unsere Finalisten, für Tom, für Gernot und für Nadine, denn die sammeln jetzt ihre Kräfte und mobilisieren wirklich alles, was geht, um den Titel zu erreichen, Star des Jahres. Also auf unsere Finalisten.